Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Valhalla. Wir sind hier am Hadrian 2, haben noch zwei Fertigkeitspunkte zu vergeben. Das können wir eigentlich direkt mal tun. Wir wollten irgendwo hier, nee, nicht hier, hier wollten wir hin. Ne? Wir wollten den Kopfschussbonus hier. Und dann nehmen wir uns einfach den Bogen Benommenheitsschuss mit. Kopfschuss. Dann müssen wir mal gucken, was es hier noch gibt. Fernkampf, ja, Fernkampf wollen wir uns dann beim nächsten Mal. Und dann zünden wir hier einfach mal. Brennen die anderen Feuer eigentlich noch? Nee, die sind aus. Zünden wir hier einfach mal so ein bisschen Leuchtfeuer an. Ups. So, da unten hat sich noch eins versteckt. Wo kommt ein Hund rum? Wo kommt denn hier ein Hund her? Und hier haben wir Möwen. Haben wir noch eine kleine Festung. Die schauen wir uns gleich an. Ja, wir klettern hier einfach hoch. Und dann müssen wir unweigerlich zur Festung kommen. Was gibt es da hinten noch? Ich kann den sogar streicheln. Jo, guck mal hier. Kleine vereinsamte Hund hier. Freut sich bestimmt auch mal jemanden zu sehen. So, wir schauen erstmal hier oben. Gibt's hier wieder was zu lesen? Ja. Aufzeichnungen zum Leuchtfeuer. Manchmal fürchte ich, dass wenn die Leuchtfeuer löschen, sich Dunkelheit über dieses Land ergießen wird wie eine Springflut. Solche Dinge nagen an meinem Verstand, während ich alleine an der Mauer wandle. Lass die Leuchtfeuer brennen. Rolf, der Wächter. Ja, machen wir. Machen wir vor. Was da brennt noch? Das auch. Ich glaube nicht, dass man die alle irgendwie gleichzeitig zum Brennen bringen kann. Dafür ist der Hadrian 2 einfach zu lang. Was haben wir denn da drüben eigentlich? Ach, das gehört da. Habe ich mir das angeguckt beim letzten Mal? What? Nee. Ich bin zwar da die Mauer, oder? Ah, vielleicht doch. Keine Ahnung. So, ich denke, hier gibt es gar nicht mehr weitere Leuchtfeuer. Es dürfte sich ausgeleuchtfeuert haben. Ja, hier ist der Ball dann zu Ende. Da sind wir direkt an der Küste. So, dann reiche man mir ein Pferd, dann reiten wir hier nochmal hin gerade. Ich denke, das ist ja dieses gefrorene Dings, ne, das wir untersucht hatten.
Hier sind wir auch definitiv vorbeigekommen, ne? Und da sehen wir schon, die Feuer gehen dann relativ schnell wieder aus. Ja, beziehungsweise gehen aus, wenn man sich da ein bisschen entfernt. Genau, das hier war diese im Schnee versunkene östliche Festung. Da waren wir. Okay, gut, dann. Na, schauen wir mal nach. Hier muss es ja irgendwo noch einen Aussichtspunkt geben, eigentlich. Denke ich mir. Also muss nicht, aber würde irgendwie Sinn ergeben. Aber noch sehe ich da gar nichts. Wir reiten vielleicht mal hier hinten. Ne? Das Ding kennen wir. Da können wir mal direkt hinreiten. Wir haben uns auch nicht weiter umgeschaut. Da ist ein Ritualkreis. Oh, ah, okay. Das ist natürlich ein bisschen vom Stenwegelager weg. Da hätten wir ruhig mal hinreiten können. Aber vielleicht sollten wir da lieber anfangen. Das war ein bisschen weiter weg. Aber da reiten wir ja nochmal quer hinterm Hadrian 2 durch. Das ist vielleicht günstiger. Ups. Und dann können wir hier am Fluss vielleicht irgendwie entlang reiten. So ein bisschen. Ich weiß auch nicht, wie wir das am besten machen. Ja, aber hier am Fluss entlang wäre vielleicht gar nicht so doof. Da können wir vielleicht auch unser Schiff bemühen irgendwie. So, wo ist mein Marker? Sehe ich den auf die Distanz? Ich würde denken, dort in diese Richtung. Ist egal. Aber die Richtung stimmt schon irgendwie. Wir haben eine olle verfallene Brücke. Schaffen wir es nicht rüber zu springen. Oh, ah, beinahe hätten wir es geschafft. Wow, da ging es viel tiefer runter, als ich dachte. Und das Pferd hat nicht mal Anstalten gemacht, zu versuchen zu springen. So, da ist meine Markierung. Und da ist so ein einzelner riesiger Baum. Den wollen wir uns vielleicht auch anschauen. Nichts, wie es aussieht. Schade. Aber die Landschaft hier können wir zumindest noch ein bisschen genießen. So, ich muss mal gucken, dass ich hier auch durch das unaufgeklärte Gebiet ein bisschen reite. Tue ich. Sehr gut. Ja, da klären wir hier auch gleich alles am Fluss ein bisschen auf, wie es aussieht. Wir sind da nämlich gleich am Fluss dran. Ist das ein dichter Wald? Schön. Ja, Problem ist natürlich hier im Wald. Ne? Ich sehe den Marker dann nicht gut. Fährt breit ständig irgendwo ab. Hier sind wir schon direkt am Fluss. So, ich schau mal, ob wir hier irgendwie unterwegs noch was Interessantes gesehen haben. Prinzipiell. Und dann will ich mir hier vorne diese Fates-Formation einmal anschauen. Einfach mit dem Raben.
Steht oben drauf jemand? Nee, ist ein Baumstamm, denke ich. Ach, haben wir eigentlich eine Schatzkarte hier für die Region? Möglicherweise. Hier ist so ein kleiner unauffälliger See. Aber hier scheint es nichts zu geben. Gut, dann weiter zum Ritualkreis. Und dann können wir nachher nämlich einfach auf der anderen Flussseite entlang reiten. Something is wrong. Foul. Cursed. Und einen Schlüssel gibt's hier. So, wo ist denn dieses verfluchte Zeichen? Show me what lies ahead. Die sind beide unterm Eis irgendwie, wie es aussieht, ne? Hier ist auch noch ein Schlüssel. Ich denke, da müssen wir so ein bisschen umtauchen vielleicht. Oder wir können einfach diesen Eingang hier benutzen, wenn wir hier nicht Schlüssel brauchen. Tür verschlossen, ja. Okay. Da müssen wir wahrscheinlich erstmal das Eis tauchen irgendwo. So, wo liegt denn der Schlüssel? Kann ich hier nicht irgendwo ein Loch ins Eis hacken? Das sah doch von oben so aus. Oder gab es hier nur diese eine, dieses eine Eisloch? Platsch. Schon sind wir hier unter Wasser. Schlüssel der Ritualstätte haben wir. Ja, die haben hier wahrscheinlich die Leute rituell ertränkt. Ja, okay, die haben die nicht nur ertränkt, sondern auch geköpft, wie es aussieht. Zumindest teilweise. Ich finde es schon mal beeindruckend, dass das Wasser hier nicht so kalt ist wie in Norwegen, dass man halt droht zu erfrieren. Ich sehe gar nichts. Ah, der zweite Thronschlüssel der Kultisten war das gerade. Okay, dann sind wir vielleicht wirklich bei diesen üblen Zeichen. Verwunschene Schrift 3. Jorvik, dein Name bedeutet nichts als Sünde. Brenne und Blute ergibt dich Lokis Joch. Seid ihr Loki-Kultisten? Okay, gut, also zum Glück waren wir mal hier. Zum Glück habe ich das auf der Karte gefunden. Und dann wissen wir also, die Schlüssel für diese Truhe in Jorvik befinden sich echt außerhalb. Und dann können wir direkt hier rüber reiten eigentlich und hoffen, den zweiten Schlüssel haben wir ja gefunden, aber für uns den zweiten Schlüssel zu finden.
Lohnt es sich, an meinem Schiff hinzufahren? Ach, vielleicht schon, ne? Ich schau mal, ob man nicht hier sich irgendwie einschiffen kann. Ja. Verstehe schon. Alles ein Lux. Noch Pferd. So, da kommt es direkt angefahren, von wo auch immer ihr jetzt angekommen seid. So, dann wollen wir hier auf dem linken Arm entlang. So, dann würde ich sagen, ich setze die Markierung mal hier mitten in den Fluss, damit wir da auch wirklich ankommen. Sail out! Strike of the tune! Let's sail! Nee. Let the sail out! Sing, my ravens. We need an epic tale. It was a man called Kjotve the Cruel that brought me to these rain-soaked shores. You all know the name. Of that I am certain. He and my father Rongvald had some disagreements. But my father was never one to bow his head and keep silent. Kjotve's men came for him when I was out hunting. I was not there to defend him. And then when my brother Gurim also fell, I, like a coward, fled to England. I swore that in time I would return to avenge my father's death. So spät. But I waited too long. Upon my return from Francia, I heard the news. Kjotve the Cruel is long dead. Slain by the hand of Eivor. The wolf. So is it. I am glad my father's killer is dead. But gods, I wish I had been there to swing the axe myself. Ja, haben wir nämlich gemacht, ne? Kjotve im Zweikampf besiegt. Ah, ich bin echt froh, wenn wir wieder ein bisschen nach Südengland kommen, wo es nicht ganz so kalt ist. Oh, da sind wir schon. Das könnten wir eigentlich. Oh, wie machen wir das? Segeln wir hier außen rum ein bisschen? Nee, ne? Wir werden jetzt schön landeinwärts uns bewegen. Hier Markierung 2 werde ich mal gerade löschen. Ich bin schnellreisig, ich will die Markierung löschen. Ja. Dann bleib halt da. Der Wald von Dalby. Da sehen wir auch schon einen Schlüssel. So, und wo ist hier dieses verfluchte Ding ganz da oben im Baum? Lifted.
So, hier haben wir einen Schlüssel und eine Botschaft. Die verwunschene Schrift 2. So lehrte auch meine Mutter mich die Mondmagie, Sailor Moon. Und ich wende sie nun gegen die, die wieder mich waren. Der dritte Schlüssel, okay, der erste fehlt mir aber irgendwie noch, ne? So, kann ich irgendwo, nee, da kann ich das zurücksetzen, was ich wollte. Ich wollte alle Markierungen entfernen. So, da ist der Wald von Dalvi, da sind wir ja gerade mittendrin irgendwie. Sieht hier drüben irgendwie irgendwo spannend aus? Nee, ne, nicht so richtig. Dann werden wir mal zuerst hier hinreiten. Und uns dann hier so weiter nach rechts vorarbeiten ein bisschen. Und hier unten haben wir auch noch eine riesige Ecke. Wow. Okay, da ist also noch so einiges. Wir sollen auch noch so einiges holen. Haben wir hier links eigentlich alles erwischt? Man weiß nicht. Ich glaube, in der Zaubererhöhle waren wir halt drin, ne? Kloster Elmet auf jeden Fall. Ach, hier hinten gibt es auch noch Dinge. In Doncaster haben wir auch noch nicht alles geholt. Wo waren wir unten fürs Keraton? Ja, da waren wir. Ja, wir haben hier noch ein bisschen was zu tun, wie es aussieht. Das ist natürlich immer schön, wenn man auf so eine Felswand zureitet. Verdammt. Bin ich überhaupt in der richtigen Richtung unterwegs? Nee, überhaupt nicht. Jetzt bin ich hier schon fast an dem anderen dran. Nö. Komm schon, runter hier. So, da hinten ist auch mein Marker jetzt zu sehen. Reiten wir nämlich nochmal durch den Wald von Dalvi. Ist auch so schön dicht. Gab's da? Ach, Pilze. So, warum ist mein Pferd so langsam? Als wenn es hier irgendwas super Interessantes gegeben hätte. Ah, ein Pilzrätsel. Heute nochmal, dann wahrscheinlich zum Abschluss. Ne? Die dauern ja meistens ein bisschen, außer das wird jetzt ein Kampf. Ja, dann bin ich aber gespannt. Okay. Oh, oh, wer seid ihr denn? Wildschweine. Das sind diese Dämonen-Wildschweine aus Asgard. Aufpassen, dass man die nicht zum falschen Zeitpunkt erwischt. Wenn die nämlich brennen, dann ist übel. Ich glaube, es ist tot. Das war also ein Fliegenpilzrätsel. Und das ein Kampfrätsel, in Anführungszeichen, war.
haben wir auch noch genug Zeit. Ich reite nochmal darüber. Habe ich hier noch irgendwas Sinnvolles zu erledigen? Oder was halb Sinnvolles? Ach, das ist hier oben drauf. Da reite ich gar nicht hin. Ich dachte, es läge unten. Deutlich weiter hinterm Berg. Aber klar, dass hier oben auf der Nase irgendwas ist, ne, damit war eigentlich tatsächlich zu rechnen. Ja, dann würde ich sagen, das ist hier gerade eine schöne Stelle. Oh, da drüben ist ein Wachturm. Und da ist sogar jemand drin. Den schnappen wir uns dann beim nächsten Mal, ne? Aber für heute werden wir das Ganze einfach hier beenden an jener Stelle. Schauen wir mal beim nächsten Mal, was mit diesem Wachturm auf sich hat. Da hinten am Wald von Dalby gab es ja auch noch zwei Rätsel, die wir uns angucken wollen. Und dann fehlt uns noch ein Grundschlüssel für die Kultistentruhe in Jorvik, in der sich ja ein Barren befindet. Ich weiß gar nicht, ob das ein Kupfer-Nickel-Barren ist oder ein Wolfram-Barren. Das müssen wir mal rausfinden. Aber nicht mehr heute, denn für heute war es das, wie gesagt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.